Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das gestrige Urteil ist ja nun nach der öffentlichen Verhandlung für niemanden mehr überraschend gekommen. Auch wenn es natürlich seitdem durchaus eine sehr kontroverse öffentliche Debatte von renommierten Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern gegeben hat. Wir werden das Urteil selbstverständlich annehmen und akzeptieren. Und es ist keine Banalität, wenn das Verfassungsgericht unserer Stadt zu der Auffassung kommt, dass aufgrund der eklatanten organisatorischen Missstände, die es gegeben hat bei der Wahl, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in deren Rechtmäßigkeit so weit gelitten hat, dass es nur durch eine Wiederholung wiederherzustellen ist. Und das ist eine Klatsche, die wir sehr ernst nehmen müssen und aus der wir auch Schlussfolgerungen zu ziehen haben. Ernster jedenfalls als die ersten Reaktionen der zuständigen Senatsverwaltung unmittelbar nach der Wahl das nahegelegt haben. Es war jetzt nicht unbedingt ein Ruhmesblatt, dass es ganze 9 Tage gebraucht hat, bis es der Finanzsenator war, der für den Senat sich bei den Berlinerinnen und Berlinern entschuldigt hat. Und ich möchte heute mich auch entschuldigen und ich möchte mich dieser Entschuldigung anschließen und ich möchte sie besonders aussprechen gegenüber den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Viele Missstände sind mittlerweile aufgeklärt worden, viele Fehlerquellen sind erkannt worden und die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren es nicht. Sie haben an diesem Tag versucht, noch zu retten, was zu retten war. Und ich bitte Sie alle, die sich dort engagiert haben, ich kann verstehen, wenn dieser Tag Frustration bei Ihnen hinterlassen hat, aber ich möchte Sie herzlich bitten, sich trotzdem wieder zur Verfügung zu stellen. Berlin braucht Sie als Wahlhelfende. Vielen Dank. Und es ist ja leider auch nicht unbedingt atypisch, dass wir hinterher Hinweise bekommen auf unklare Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit früheren Problemen bei Wahlen und dass darauf gar nicht reagiert wurde. Und damit sowas sich nicht wiederholt, hat der neue Senat gehandelt. Eine Expertinnenkommission hat viele wichtige organisatorische Hinweise geliefert, die wir selbstverständlich umsetzen werden. Und ebenso sollte die gemeinsame Kommission beim Präsidenten ihre Arbeit an einer Reform des Wahlgesetzes fortführen. Und auch wenn dieser Tag in der Lage ist, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse in dieser Stadt zu beschädigen, so ist mindestens das Ausnutzen dieser Situation von Teilen der Opposition, von Teilen der AfD und der Freien Wähler, jetzt zu suggerieren, es in trumpistischer Manier, es hätte Wahlfälschungen gegeben, das ist mindestens eine genauso große Gefahr für die Demokratie und das müssen wir entschieden zurückweisen. Diese gerichtliche Klatsche ist natürlich besonders ärgerlich, weil dadurch natürlich ein altes Klischee über Berlin von einer dysfunktionalen Stadt, in der das Chaos herrscht, ihre Bestätigung findet. Wir haben als Koalition in der letzten und in der aktuellen Wahlperiode sehr viel Geld und sehr viel Arbeit in die Infrastruktur und in die Verwaltung investiert, um aus Berlin die offene und gut funktionierende Weltstadt zu machen, die großen Teilen der rechten Opposition ein echter Dorn im Auge ist. Und das trotz der zugleich zu bewältigenden Krisen. Und daran werden wir natürlich weiterarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ja heute in der Debatte schwer zu überhören, dass spätestens am heutigen Tag der Wahlkampf begonnen hat. Aber ich möchte auch an uns alle appellieren. Wir alle hier in diesem Saal tragen bis zum Wahltag trotzdem immer noch eine Verantwortung, nämlich die Berlinerinnen und Berliner sicher durch diesen Winter und durch diese Energie und die aufkommende Wirtschaftskrise zu bringen und die Handlungsfähigkeit der Politik unter Beweis zu stellen. Wir haben dafür zu sorgen, dass unsere öffentliche Infrastruktur, also unsere öffentlichen Unternehmen, die Kultureinrichtungen, die Krankenhäuser, Schulen, Kitas und Universitäten und ebenso die vielen freien Träger es gut durch diese Krise schaffen. Und natürlich auch, dass unsere Berliner Wirtschaft das schafft. So wie wir es auch durch die Corona-Krise gemeinsam geschafft haben. In Berlin haben wir erstmal ganz schnell und unbürokratisch geholfen, statt die Menschen mit seitenlangen Anträgen in den Wahnsinn zu treiben, nur damit wir für jede Eventualität abgesichert sind. Wir haben von Anfang an die Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen mit im Blick gehabt, Stichwort Solo-Selbstständige. Und das alles hätten sich viele Menschen in anderen Bundesländern zu dieser Zeit auch gewünscht.
Und wir hatten von Anfang an auch die Menschen mit geringem Einkommen und auch obdachlose Menschen im Blick, die oftmals sonst durchs Raster fallen, gerade in akuten Handlungssituationen. Wir haben in dieser Zeit viel Erfahrung gesammelt und Strukturen entwickelt, von denen wir auch heute noch nachhaltig profitieren. Wirksame Hilfen für Menschen, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, das geht nur mit Rot-Grün-Rot. Es ist kein Zufall, dass es in Berlin jetzt ein 29-Euro-Ticket und ein 9-Euro-Sozialticket geben wird und wir immer noch nicht wissen, wann im Bund endlich das 49-Euro-Ticket kommt. Also, ich finde, das ist schon ein erheblicher Unterschied und ich halte es für nicht vorstellbar, dass sowas mit der CDU oder der FDP im Senat möglich gewesen wäre. Und wenn überhaupt, dann wahrscheinlich nur im Deal mit irgendeiner anderen Quatsch-Aktion, wie zum Beispiel, weiß nicht, ein Berliner Tankrabatt oder die kleine Schwester, irgendwie ein Rabatt für die Parkgebühren. Alles solches klein-klein, was niemanden nachhaltig entlastet, vor allem nicht die Menschen mit geringem Einkommen, die wesentlich weniger Auto fahren und mehr den ÖPNV nutzen. Diese Koalition war dazu in der Lage, wie schon in der Corona-Pandemie, einen Mietenstopp und ein Kündigungsmoratorium in den landeseigenen Unternehmen auszusprechen. Und auch nur diese Koalition war dazu in der Lage, dass wir heute wieder 350.000 Wohnungen in öffentlicher Hand haben. Was macht denn in dem Bereich die Ampelregierung im Bund? Warum gibt es denn wegen der stark gestiegenen Energiepreise nicht längst einen gesetzlichen Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter? Wo bleibt die versprochene rechtliche Klarstellung für kommunales Vorkaufsrecht? Berlin hat doch zu all dem Initiativen gestartet, denen sich der Bund nur noch anschließen muss. Das ist doch keine Raketenwissenschaft. An der Stelle müsste Olaf Scholz vielleicht mal die Richtlinienkompetenz nutzen. Seit mehr als einem halben Jahr schaffen wir es als rot-grün-rote Koalition für hunderttausende Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine, aber auch vor dem Krieg in Syrien, im Irak, Äthiopien oder vor den Taliban in Afghanistan, ein Ankommen in Sicherheit zu ermöglichen. Ich erinnere mich noch gut an das Frühjahr und im Gegensatz zur Zivilgesellschaft, der ich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich danken möchte für die bis heute andauernde Solidarität, spielte der Bund zunächst erstmal Verstecken. Und es bedurfte erst deutlicher Appelle von Katja Kipping, bis man im Bund den Ernst der Lage zur Kenntnis genommen hat und endlich Unterstützung geliefert hat. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal das Stichwort funktionierende Stadt anbringen. Es ist eine wesentlich größere Herausforderung, als es 2015 war. Und da hatten wir eine humanitäre Katastrophenlage mitten in unserer Stadt unter einem Sozialsenator der CDU, Chaya. Da würde ich den Mund nicht zu voll nehmen, was das angeht, wie wir hier beweisen, dass Berlin es kann. Und diese Koalition kümmert sich um gute Arbeit, und zwar auch und gerade in der Krise. Deshalb haben wir den Landesmindestlohn auf 13 Euro erhöht. Deshalb haben wir schon vor Jahren die Mindesthonorare für Künstlerinnen und an den Musikschulen erhöht. Und deshalb gibt es jetzt auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Union-Busting. Also ich glaube, niemand von uns kann sich vorstellen, dass so etwas vorangetrieben würde unter einem Justizsenator von FDP oder CDU. Und in dieser Koalition gibt es Einigkeit darüber, dass die Energieversorgung in die öffentliche Hand gehört, damit wir den Übergang von fossilen Brennstoffen zu regenerativen Energien ohne soziale Verwerfung bewältigen können. Und das gilt nicht nur für die Energieversorgung, sondern auch für die anderen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge. Und nicht zu vergessen, es brauchte erst einen linken Kultursenator, dass endlich die ganze Breite der Berliner Kultur in den Blick genommen wird. Einen, der, wie die Berliner Zeitung schrieb, um die Rikhallen kämpfte, wie Richard Löwenherz. Aber sich auch um die Bibliotheken in den Stadtbezirken kümmert, bis hin zum kleinsten Jugendtheater in den Außenbezirken. Der Lösungen für die bedrohten Kudammbühnen findet und der in der Pandemie dafür sorgt, dass Buchläden geöffnet bleiben können. Der nicht nur die Opern liebt, sondern auch in den Clubs und kleinen Ateliers zu Hause ist. Der sich aber vor allem auch um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden kümmert. Und das kostet natürlich alles Geld. Und darum möchte ich jetzt an dieser Stelle Raed Saleh zitieren, mit einem seiner Grundsätzen, die er auch heute hier wiederholt hat. In der Krise wird nicht gespart. Und lieber Raed,
Lieber Rat, ich glaube, in diesem Saal besteht überhaupt gar kein Zweifel daran, wer in diesem Grundsatz immer an deiner Seite steht und von wem du ein lautes Aber hören würdest. Und während sich die Ampelregierung im Bund noch wochenlang darüber streitet, über Gasumlage oder über Deckel für Strom und Gas, schnüren wir in Berlin zügig Hilfspakete für Privathaushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Während die FDP im Bund eine Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket verschleppt, führen wir in Berlin ein 29-Euro-Ticket und das 9-Euro-Sozialticket ein. Während im Bund die Laufzeiten für Kernkraftwerke privater Energiekonzerne verlängert werden, streben wir in Berlin die Rekommunalisierung der Energieversorgung an. Die Ampel im Bund legt einen 100-Milliarden-Fonds für Aufrüstung auf, aber nicht vielleicht auch einen für die sozial-ökologische Wende und für die Energieunabhängigkeit, die in dieser Krise so unglaublich wichtig wäre. In Berlin erhöhen wir die Mittel für die Schulbauoffensive und für Investitionen in die soziale Infrastruktur dieser Stadt. Ich finde, da kann man einen klaren Unterschied erkennen. Finden Sie den Unterschied? Ich kann Ihnen einen kleinen Hinweis geben, der Unterschied zwischen Ampelkoalition und Rot-Grün-Rot, das ist die Berliner Linke. So, und jetzt kommt natürlich noch das erbärmliche Geschachere um das Bürgergeld dazu. Erst bremst die FDP in der Koalition und nun sollen die verbleibenden Verbesserungen gegenüber Hartz IV auch noch von der CDU geschleift werden. Statt in der Krise den sozialen Zusammenhalt zu stärken, scheut sich die CDU nicht, Menschen mit Hartz IV gegen Menschen mit geringem Einkommen auszuspielen. Und wenn es Ihnen so wichtig ist, dass sich das Arbeiten lohnt, dann sorgen Sie doch mit uns zusammen für höhere Löhne und blockieren Sie hier nicht die Anpassung des Vergabemindestlohns, der so wichtig ist für die Menschen, die hier jeden Tag hart für Berlin arbeiten. Aber was erwarte ich denn, wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätten wir ja noch überhaupt keine Art von irgendeinem Mindestlohn in dieser Stadt. Also ich finde, das ist wirklich heuchlerisch. Wir wissen, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Sie haben ja hier von Ihrem Herz für die Menschen gesprochen. Wir wissen, glaube ich, genau, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Sie sorgen sich darum, ob Menschen auch in Zukunft noch bereit sind, für ein Apfel und ein Ei jeden Job anzunehmen, damit das Jobcenter sie in Ruhe lässt. Wenn sie sich nicht wegen der inzwischen gestiegenen Preise für die Lebensmittel noch entscheiden müssen, ob sie nun den Apfel oder das Ei nehmen. Sie sorgen sich nicht um die Menschen, sondern darum, ob die Unternehmen weiterhin ausreichend Billiglöhner zur Verfügung haben, die sie profitabel ausbeuten sollen. Also das ist wirklich schäbig. Die Krisen der vergangenen Jahre haben die soziale Spaltung in unserem Land vertieft und Missstände deutlich zutage treten lassen. Sie haben aber auch Lösungen aufgezeigt und Dinge ermöglicht, die lange Zeit undenkbar schienen. Niemand bestreitet mehr ernsthaft die Notwendigkeit, von fossilen auf regenerativen Energien umsteigen zu müssen. Also abgesehen von den paar Klimaleugnern hier rechts außen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass die Nachfrage nach Solarpanelen jemals so groß war in der Bevölkerung wie jetzt gerade. Wir müssen dieses wachsende Bewusstsein der Menschen nutzen, um die Energiewende schneller zu vollziehen. Und je mehr wir garantieren können, dass dies nicht zu sozialen Verwerfungen führt, desto größer wird auch die Bereitschaft sein, daran mitzuwirken. Und dazu gehört auch unser Vorschlag, beim Bürgergeld die Anschaffung energieeffizienter Geräte, wie zum Beispiel Kühlschränke, zu ermöglichen. Das ist doch ganz logisch, dass wir an dieser Stelle jetzt noch mal eine Unterstützung drauflegen sollten. Wir lernen gerade auch eine ganze Menge über unsere Potenziale zum Energiesparen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Nicht alles davon ist tatsächlich eine dauerhafte Lösung. Ich persönlich finde 19 Grad im Büro schon manchmal hart und gerade für ältere Menschen ist das dauerhaft nicht zumutbar. Aber ich sag mal so, wenn Berlin nicht mehr die Stadt der Freiheit sein soll, wenn das Brandenburger Tor und andere Gebäude nicht mehr die ganze Nacht illuminiert sind, also das ist wirklich eine absurde Logik und das zeigt doch, wie die Opposition sich im Klein-Klein und in Symbolpolitik verwirklicht, während wir uns um das Wesentliche kümmern. Ja, in der Krise gibt es durchaus eine Spaltung, die sich verstärkt. Aber auf der anderen Seite werden auch die solidarischen Potenziale in unserer Gesellschaft in besonderem Maße aktiviert.
Ich habe schon über die Bereitschaft gesprochen, geflüchtete Menschen aufzunehmen und zu unterstützen. Aber auch die breite Resonanz, die das von Katja Kipping initiierte Netzwerk der Wärme bei Vereinen, Unternehmen, Kirchen und vielen anderen Organisationen erlebt hat, das ist doch Ausdruck dessen. Und das werden wir selbstverständlich weiter fördern. Und ich freue mich, dass wir da noch mal was draufgelegt haben, 1 Million für jeden Bezirk in dem Bereich. Die Erfahrungen, die wir jetzt damit sammeln, die Erfahrungen werden bleiben. Und das sind Erfahrungen, die auch die Berlinerinnen und Berliner in ihren Kiezen machen werden. Und diese Erfahrungen werden uns auch dabei helfen, gemeinsam unser Ziel zu erfüllen, die Obdachlosigkeit bis zum Jahre 2030 endlich zu überwinden. Und wenn ich am Anfang meiner Rede darüber sprach, dass wir trotz der nun stattfindenden Wiederholung der Wahl weiterhin in Verantwortung stehen, dann gilt das selbstverständlich auch für die Entscheidung, die die Berlinerinnen und Berliner am 26. September 2021 getroffen haben, die hier nicht in Frage gestellt wurde. Fast 1 Million Berlinerinnen und Berliner haben sich an diesem Tag für die Vergesellschaftung großer privater Immobilienunternehmen ausgesprochen. Und der Auftrag, hierzu einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, ist mit der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts nicht obsolet geworden. Wir, die Berliner Linke, sind jedenfalls nach wie vor fest davon überzeugt, dass dieser Weg möglich ist und werden weiterhin uns für die Umsetzung des Volksentscheids einsetzen. Und ich bin mir sicher, dass die Expertinnenkommission mit ihrem Zwischenbericht, den sie im Dezember vorlegen wird, uns dafür schon ein paar gute Anhaltspunkte liefern wird, an denen wir weiterarbeiten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle habe ich es im Januar schon einmal gesagt und ich bin mir dessen nach wie vor sehr sicher. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner will eine Politik, die dafür sorgt, dass wichtige Infrastruktur in Gesundheits-, im Verkehrs-, im Energiebereich und vor allem auch im Wohnungswesen in öffentlicher Hand sind. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner will eine Politik für soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt sorgt. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner wünscht sich eine Politik, die die Klimakrise ernst nimmt und die damit verbundenen Herausforderungen ganz energisch angeht. Die Mehrheit in dieser Stadt will auch eine Politik für Weltoffenheit, Gleichstellung und Demokratie, für die das nicht nur Floskeln sind, sondern die sich dafür täglich einsetzt und an der Seite derjenigen steht, die das in dieser Stadt tagtäglich machen und die sich für die Rechte der Frauen und queeren Menschen einsetzt und die sich darum kümmert, dass niemand ausgegrenzt wird aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Aussehen oder einer körperlichen Behinderung. Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner will nach wie vor eine Politik, die in all diesen Bereichen und auch in Bildung, in Wissenschaft, in Kultur und natürlich auch in die Sicherheit investiert und die Berliner Verwaltung stark aufstellt, statt diese kaputt zu sparen oder sie privaten Investoren zu überlassen. Und ich bin der Überzeugung, die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner ist bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren, um einen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen. Wenn die Politik gewährleistet, dass sie keine Existenzängste haben müssen und nicht jeder selbst sehen muss, wo er oder sie bleiben. All das hat sich die Koalition zur Aufgabe gemacht. Und all das wird es nur mit einer Berliner Linken in Verantwortung geben. Herzlichen Dank.